So, herzlich willkommen hier im Servicehaus der Arbeiterwohlfahrt hier in Kiel-Dietrichsdorf. Schön, dass Sie so zahlreich da sind zu einem neuen spannenden Vortrag heute von Herrn Professor Dr. Auge. Die letzte Folge dieser Staffel in diesem Jahr, wenn man das mal so sagen darf. Und wir sind schon am Überlegen, weil die Resonanz so gut ist, ob wir das im nächsten Jahr dann nicht auch nochmal wieder fortsetzen mit neuen Folgen. Würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Ansonsten würde ich schon mal überleiten zu Ihnen, Frau Dr. Geil, und dann auch hoffe ich auf einen spannenden Abend. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich heiße Sie willkommen zu unserem heutigen Vortrag, der wieder Großes verspricht. Wir haben uns in den vergangenen Vorträgen allmählich vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit vorgearbeitet und hatten mit der Heiratspolitik, den Piraten und dem Dreißigjährigen Krieg einen bunten Strauß von Themen. Heute Abend wird das Ganze, so will ich meinen, noch einmal getoppt, indem uns unser Referent einmal quer durch die schleswig-holsteinische und zugleich deutsche Geschichte führt. Sie sehen hier bereits den Vortragstitel. Wie immer möchte ich Ihnen unseren Referenten vorher noch vorstellen und darf Ihnen heute den Lokal- und Regional-Matador schlechthin präsentieren, Herrn Professor Dr. Oliver Auge. Herr Auge hat in Tübingen Geschichte und Latein studiert und dort seine Doktorarbeit über das Personal des Stuttgarter Heiligkreuzstifts im späten Mittelalter verfasst. Eine Arbeit, die auch mit dem Baden-Württembergischen Geschichtspreis ausgezeichnet wurde. Anschließend war er wissenschaftlicher Assistent in Greifswald und hat sich in seinem zweiten Buch mit Handlungsspielräumen fürstlicher Politik im Mittelalter und zwar am Beispiel des südlichen Ostseeraums beschäftigt. Seit 2009 ist er hier an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Professor für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-Holsteins und hat in dieser Funktion gerade sein 10-jähriges Jubiläum erlebt, was für uns alle eine große Freude ist. Im Jahr 2015 hat er die gewichtige Festschrift zum Universitätsjubiläum zum 350-jährigen herausgegeben. 2017 ist von ihm eine neue Kieler Stadtgeschichte erschienen. Kiel in der Geschichte, Facetten einer Stadtbiografie. Eines seiner Großprojekte ist das Kieler Gelehrtenverzeichnis, ein online verfügbarer Katalog aller Kieler Professoren und Professorinnen von 1919 bis 1965. Und dieses Projekt wurde von der Hermann-Ehlers-Akademie, von der Hermann-Ehlers-Stiftung mit ihrem Preis ausgezeichnet. Und ein weiteres Großprojekt geht gerade in seinen Endspurt. In diesem Jahr erscheint das große Klosterbuch für Schleswig-Holstein und Hamburg, das ganz neue Einblicke in die hiesige Klosterlandschaft erlauben wird. Die wenigen Beispiele zeigen schon die enorme Bandbreite, was die Interessens- und Forschungsgebiete unseres Referenten angeht, die sich vom Mittelalter bis in die neueste Geschichte erstrecken. Nun will ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag Schleswig-Holstein in der deutschen Geschichte. Vielen Dank, Frau Gallion, für Ihre freundlichen, überbordend freundlichen Worte. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich auch noch mal ein ganz herzliches guten Abend. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und meinen Ausführungen über Schleswig-Holstein in der Geschichte folgen möchten. Wenn ich einmal anfangen darf, so kann ich das derart machen, dass ich frage, was denn die Arbeit der Regionalhistoriker ist. Und das in Abgrenzung zu der klassischen Landesgeschichte, denn die klassische Landesgeschichte befasst sich, ja, wie der Name eben sagt, mit der Geschichte eines Landes innerhalb gewisser Landesgrenzen, gewissermaßen in sich selbst ruhend und auf sich selbst bezogen. Ja, das ist, kann man sagen, grob die Arbeit von Landesgeschichten. Und die modernere, neuere Regionalgeschichte, und Sie sehen ja, dass ich hier eine Professur für Regionalgeschichte innehabe, die fragt nun weitergehend mit der flexiblen Regionenterminologie nach der Verortung landesgeschichtlicher Ereignisse und Entwicklungen
im Kontext der größeren allgemeinen historischen Vorgänge und Strukturen bis hin zur globalen Ebene. Und ich freue mich, es sind ja etliche Hörerinnen und Hörer aus meiner Vorlesung dabei, wo wir gerade Regional- und Globalgeschichte ja heute Morgen miteinander in Korrelation setzen möchten. Und das klingt für die anderen, die das heute zum ersten Mal hören, vielleicht etwas hochtrabend. Was heißt denn Globalgeschichte? Aber wenn Sie denken, dass eben im Mittelalter Haithabu ein Fernhandelsort gewesen ist, der eben nicht nur hier in Schleswig-Holstein lag, das es damals so noch gar nicht gab, sondern eben ein Fernhandelsort mit Ausstrahlung bis weit nach Westeuropa, bis in den damals islamischen Bereich Andalusien oder auf der anderen Seite weit nach Russland und da weiterhin noch nach Schwarze Meer und den byzantinischen Bereich betrifft. Oder wenn wir gehen in die Geschichte der Neuzeit, in der nordfriesische Seeleute auf den Weltmeeren ihrem Seehandwerk nachgingen und für die Ausrottung der Wale mitsorgten, bis hin zur Auswanderung im 19. Jahrhundert nach Nordamerika, was eben weite Teile eben auch der Nordseeküstenregionen betraf, dann sieht man, man kommt sehr schnell, wenn man sich mit Regionalgeschichte Schleswig-Holsteins befasst, tatsächlich auf eine globale Ebene. Und das beinhaltet dann, dass landesgeschichtliche Phänomene und Ereignisse in ihrer Singularität oder in ihrer Allgemeinheit umfasst werden können. Nicht? Wir können dann sagen, durch diese Verortung im größeren Kontext, das gibt es tatsächlich nur in Schleswig-Holstein oder kommt letztlich überall vor. Und das ist deswegen so wichtig, meine Damen und Herren, weil wir Schleswig-Holsteiner ja immer von uns sagen und unserer Geschichte, dass wir die komplizierteste Geschichte überhaupt haben. Ja? Da kennt man ja diesen berühmten Satz von Lord Palmerston, gestorben 1865, der sagte, die schleswig-holsteinische Geschichte ist so kompliziert, dass sie tatsächlich nur drei Menschen je verstanden haben. Der erste davon sei Prinzgemahl Albert gewesen, der Mann von Queen Victoria, schon gestorben. Dann ein deutscher Professor, darüber verrückt geworden. Und der dritte sei er selbst und er habe das alles schon wieder vergessen. Nicht? Das ist dieses berühmte Zitat, um diese Kompliziertheit vor Augen zu führen. Aber wenn man genau ist und es eigentlich richtig stellt, dann sieht man, dass die bayerische, die thüringische, die mecklenburgische, die württembergische, die sächsische und so weiter Landesgeschichte nicht einfacher, auch nicht komplizierter ist, aber auch nicht einfacher. Und dazu trägt eben dieser weitere Blick, diese Verortung in einem weiteren Kontext bei, als wenn man nur im eigenen Saft brät und nicht über den Tellerrand Schleswig-Holsteins hinausschaut. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich heute Abend mit Ihnen ganz klassische und Ihnen gewiss auch zum größeren Teil geläufige Themen der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte, einer Verortung in der deutschen Geschichte unterziehen. Und ich sage ganz ehrlich, und das kann ja dann zur Fortsetzung der Reihe beitragen, ich hätte heute Abend genauso über die Ereignisse Schleswig-Holstein in der dänischen Geschichte sprechen können oder in der Hanse-Geschichte oder in anderen Punkten mehr, also Fortsetzung folgt gewissermaßen. Also möchte ich mit Ihnen heute diese Themen durchsprechen. Und das ist genau im Sinne der Denomination dieser Professur, der Abteilung für Regionalgeschichte, was aber im Prinzip nichts unbedingt Neues darstellt, denn schon Alexander Scharf, ein Vorgänger von mir, sagte 1953 als Inhaber einer Professur für schleswig-holsteinische Geschichte, unsere, ich zitiere ihn, also das ist die schleswig-holsteinische Landesgeschichte, ist mehr als Landesgeschichte. Sie kann nur begriffen werden, wenn sie gesehen wird in ihrer Verknüpfung mit dem Geschehen im Süden und Norden des Landes als Teilvorgang eines größeren Geschehens. Also dieses Zitat fasst eigentlich sehr schön zusammen, um was es mir in der Arbeit insgesamt und eben heute Abend auch geht. Und das Vorgehen wird sein, dass ich 11 beispielhafte Folien, Themen an die Wand werfen werde, an denen wir wesentliche Etappen der schleswig-holsteinischen Geschichte in ihrer Vernetzung mit der deutschen Geschichte und in ihrer Rückwirkung auf die deutsche Geschichte festmachen werden. Das wird in gewisser Weise eine beliebige Auswahl sein und Sie können mit Fug und Recht das eine oder andere Thema vermissen. Irgendwo muss ich einen Punkt setzen, damit Frau Gallion mir nicht böse ist, wenn ich die Redezeit über Gebühr verlängere. Es sind jedenfalls zentrale Etappen, die dabei sind. Und eines sei vorweg gesagt, ich fange tatsächlich im Hochmittelalter an und ende im Jetzt, aber
wenn wir mit diesem Beginn Hochmittelalter einsetzen, muss man ehrlicherweise sagen, das ist anachronistisch, hier von Deutsch zu sprechen, weil es in dieser Zeit das Deutschland, das wir haben, so noch gar nicht gab. Das ist, wie die Didaktiker sagen, didaktische Reduktion, damit eben das ganze Thema besser umfasst werden kann. Ja, und ich beginne, meine Damen und Herren, mit dem Ratzeburger Dom, den Sie hier in einer Außenansicht, hier zwei Innenaufnahmen sehen, als ein herausragendes Zeugnis, nur nicht der Backsteingotik, die haben wir überall im Land zuhauf, besonders natürlich in Lübeck, nein, der Backsteinromanik, das ist besonders hervorzuheben, ein herausragendes Zeugnis der Backsteinromanik in unserem Raum, in Norddeutschland, an der Stelle einer ehemaligen Slawenburg, der Burg des Ratze, was ja in diesem Namen auch drinsteht. Ab 1160 wird dieser Dom unter Bischof Evermoth erbaut. Gestiftet ist dieser Dom als Bischofskirche des Bistums Ratzeburgs von Heinrich dem Löwen. Und er ist damit einer der vier berühmten Löwendome, die Sie ja alle kennen, nicht Schwerin, Lübeck, Ratzeburg und, obwohl eigentlich kein Dom, aber auch so bezeichnet, in Braunschweig eben. Nicht? Das sind diese berühmten vier Kirchen, die auf Heinrich den Löwen zurückgehen. Grundsteinlegung erfolgte 1154 und dann eben nach 1160 geht es richtig mit den Bauarbeiten los. Aber ich will jetzt gar nicht auf den Bau als solches eingehen, sondern mir kommt es darauf an, dass dieser Dom und das zugehörige Bistum, hier unten gelegen, an die Prämonstratenser verliehen werden. Also es wird kein Domstift wie in Lübeck, sondern es sind eben regulierte Chorherren, die Prämonstratenser, denen auch etwa das Bistum Brandenburg und Havelberg übergeben ist. Und wenn Sie sehen, das sind eben Bistümer im Osten des damaligen Reiches, im Neusiedelland, das eben damals für die deutsche Siedlung aufgemacht worden ist. Und das ist eben das Thema, um das es da letztlich geht. Es geht um Missionierung, um Landesausbau und Ostsiedlung. Denn, ähnlich wie die Zisterzienser als Mönchsorden, sind die Prämonstratenser als ein Regularkanoniker hervorragend geeignet gewesen und auch so eingesetzt worden für den hochmittelalterlichen Landesausbau. Nicht Verbreitung der christlichen alteuropäischen Lebensweise, indem man dort eben dann Grundherrschaft einführt und anderes mehr, den Zehnt natürlich auch als Abgabensystem in einem Gebiet, das vorher eben anders organisiert gewesen ist und gleichzeitig eben diesen Raum kultiviert mit Dreifelderwirtschaft und natürlich auch von kirchlichen Strukturen her nun durchzieht. Und das ist eben in einem Bereich, Sie sehen das hier schön umgrenzt, der davor von Slawen besiedelt gewesen ist. Slawen, die nichtchristlichen Glaubens waren, die pagane Kulte pflegten und die ein ganz anderes Mittelalter hatten als wir. Also es gab dort kein Lehnswesen, keine Grundherrschaft und anderes mehr. Und dieses Gebiet wird schon seit der Ottonenzeit, also seit dem 10. Jahrhundert, immer wieder versucht, in den Bereich der Christenheit mit einzubeziehen. Das schlägt fehl, gibt Rückschläge, schwere Rückschläge, die dazu führen, dass letztlich erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts dieser Raum einbezogen werden kann und besiedelt werden kann, was natürlich für die dort lebende slawische Bevölkerung heißt, sie wird entweder getötet, vertrieben, zunächst in Randbereiche wie Indianerreservate gewissermaßen um Oldenburg herum, was dann später, wie bei Indianern auch, wieder aufgehoben wird, und, oder sie werden assimiliert. Ja. Und dann beginnt letztlich ab 1143 ist das offiziell, aber dann eben in den 1140er, 50er, 60er Jahren, hier in diesem Bereich Ostholstein bzw. Polabien, späteres Herzogtum Lauenburg, unser Mittelalter. Nicht? Erst dann haben wir hier Adelige, haben wir hier Kirche, haben wir hier Lehnswesen, Grundherrschaft, Dreifelderwirtschaft. Nicht? Das ist das Mittelalter, das dann hier unter gewissermaßen Laborbedingungen geschaffen wird, wie Sie es aus dem Schulbuch und dem Schulunterricht dann letztlich auch kennen. Und auf was es uns dabei dann ankommen muss, ist, dabei bleibt es, dieser Bereich wird eben daraufhin bis zum heutigen Tag ja dann eben der christlich geprägten alteuropäischen Kultur zugefügt und dieses Slawenland als Kolonialland eben betrachtet, mit weiteren Folgen für die Landesgeschichte. Nicht hier ist dann das Land, wo die Güter vor allen Dingen sind, der Adel sich vor allen Dingen anlässt.
die reichen Städte sind alles Folgen für die Landesgeschichte. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass das ein Vorgang ist, der natürlich Teil eines viel gewaltigeren Prozesses ist, der in seinen Dimensionen von der Ostsee bis nach Kärnten reicht und von West nach Ost sich erstreckt, von der Elbe bis eben nach Weißrussland und ins Baltikum hinein. Und das ist eben dieser Bereich, der im 12. Jahrhundert vor allen Dingen, aber dann kann man sagen, bis letztlich zur großen Pestwelle 1350 erfasst wird von der sogenannten Ostsiedlung, früher als deutsche Ostkolonisation bezeichnet. Da sind wir etwas vorsichtiger, wenn Sie, das ist natürlich jetzt hier etwas unscharf, aber wenn man hier sieht, da sind auch Holländer dabei, die wollen heute nicht mehr so gern als Deutsche bezeichnet werden. Deswegen sprechen wir von der hochmittelalterlichen Ostsiedlung bzw. dem hochmittelalterlichen Landesausbau, der damals eben diese gewaltige Dimension erfasst hat und natürlich als Grundvoraussetzung hatte, dass es in den Regionen, aus denen diese Leute kommen, im Westen Europas eine Überbevölkerung gab, die abgeschöpft werden konnte, um sie in diesem Raum, der neu erobert war oder auf Zuruf weiter östlich durch die slawischen Herrscher in Pommern, Mecklenburg, auch in Polen, dann eben sich dort niederließen. Mit den schwerwiegenden Bedingungen, Sie kennen den Spruch, die erste Generation erlitt den Tod, die zweite hatte immer noch Not und erst die dritte das Brot. Das zeigt sicherlich die schwerwiegenden Bedingungen, obwohl diese Leute mit großen Hoffnungen und auch angelockt durch gewissermaßen Lobpreisungen, wie schön das da ist, hierher gekommen sind. In diesen Raum, der sich in den genannten Dimensionen erstreckt, wurden Städte und Kolonistendörfer nach deutschem Recht geschaffen, sodass also dieser Raum letztlich bis in unsere Zeit oder zumindest, sagen wir mal, bis zum Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg brach diese Entwicklung ja ab und viele der damals in den Osten gezogen mussten wieder in den Westen zurück oder zurück in Anführungszeichen, dass dann eben diese Entwicklung einen neuen Lauf nahm. Aber bis dahin wird dieser Raum durch diese Entwicklung geprägt. Und meine nächste Folie zeigt Ihnen Lübeck. Lübeck ist Teil dieses gewaltigen Prozesses. Natürlich meint Lübeck teilweise oder meint Lübecker heute noch, dass sie nicht zu Schleswig-Holstein gehören oder gehören wollen. Letztlich seit 1937 sind sie aber doch die Lübecker wieder Teil des schleswig-holsteinischen Geschehens. Und diese Stadt soll 1143 von dem holsteinischen Grafen Adolf II. neben dem slawisch besiedelten Gelände am Zusammenfluss von Wakenitz und Trave gegründet worden sein. Dort auf dieser Halbinsel gab es schon slawische Siedlungsspuren und etwas entfernt davon auch eine slawische, wenn man so will, größere Ansiedlung Alt-Lübeck. Und in diesem Lübeck steckt ja noch der slawische Name, nämlich Ljubice. Das ist tatsächlich der Kern und zeigt eben diese slawische Vergangenheit Ostholsteins, speziell hier Lübecks. Dieses Lübeck ist bald so ein attraktiver Handelsort, dass der Lehnsherr dieses Grafen, Heinrich der Löwe, schon vorhin genannt, diesem Grafen die Stadt abnimmt und sie unter seine Fittiche nimmt. Und tatsächlich beginnt damals ab 1159 dann der steile Aufstieg, wozu dieser Herzog wesentliche Grundlagen schafft, indem er etwa ein Privileg aushandelt oder einen Vertrag aushandelt mit den gotländischen Kaufleuten, die dann gemeinsam mit den Lübeckern Handel treiben, gewissermaßen ein Stein auf dem Weg zur Hanse und auch den Bischofssitz von Oldenburg in Holstein 1160 hierher nach Lübeck verlegt. Und das ist gewissermaßen dann der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die ja dazu führen wird, dass Lübeck irgendwann einmal im Spätmittelalter die zweitgrößte Stadt im mittelalterlichen Reich ist und als Haupt der Hanse zumindest informell fungiert. Eine Stadt, die dann 1226 die erste reichsfreie Stadt des Reiches wird und nur den Kaiser über sich hat. Aber diese Geschichte Lübecks muss uns im Einzelfall jetzt nicht interessieren. Sie ist aber Teil oder prägend für den gesamten Ostseeraum bis Norwegen und wenn man den noch weiterspannt, bis London, Brügge oder nach Novgorod hin. Diese Geschichte, weil nämlich von Lübeck ausgehend eine Städtefamilie in dem Ostseebereich geschaffen wird, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, nicht, wenn man so will, ab Lübeck dann von Wismar beginnend bis nach Riga hinauf. Städte, die sich in ihrer Struktur
und in ihrem Recht meist, nicht nur, aber meist auf das Lübecker Recht beziehen. Lübeck wird sozusagen Haupt und Mutter einer Lübecker Stadtrechtsfamilie und dieses lübische Recht wird prägend für die deutsche Handels- und Rechtsgeschichte und die Hanse-Geschichte in diesem Raum und darüber hinaus. Prägend, genauso prägend ist dann nur für die inländischen Städte das Magdeburger Recht. Und das lübische Recht wird damit auch, wie das Magdeburger Recht, ein Baustein für das Zusammenwachsen des mitteleuropäischen Bereichs mit dem, was wir heute, obwohl es eigentlich geografisch in der Mitte Europas liegt, als Ostmitteleuropa bezeichnen, bis zum heutigen Tag. Und auch gerade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben diese Länder wie etwa Weißrussland oder auch Polen, Rumänien vielfach an diese Rechtstradition hier wieder angeknüpft. Meine nächste Folie zeigt Ihnen die Geschichte Riepens. Ja, das ist ein gewaltiger Sprung, den ich hier nun vollziehe, aber wir müssen ja vorankommen. Prägend für die Geschichte Schleswig-Holsteins, weil eben nachdem die angestammten Landesherren aussterben, die Adeligen in Schleswig-Holstein sich Gedanken machen, wer soll denn eigentlich hier nachfolgen. Und sie entscheiden sich in einem revolutionären Akt, in dem sie nicht den Kaiser um Erlaubnis fragen oder den Bischof oder andere mehr, für den dänischen König Christian den Ersten, der Neffe auf der weiblichen Linie des letzten Schauenburger Grafen gewesen ist. Der kommt zum Zug und er wird gewählt und mit dieser Wahl im Vertrag von Riepen beginnt gewissermaßen die über 400-jährige Verbindung Schleswig-Holsteins und Dänemark. Und wir alle kennen natürlich einen berühmten Halbsatz aus diesem Vertrag von Riepen, ub ewig ungedehlt. Nicht so sollen ja die Schleswig-Holsteiner sein. Genau genommen ist das falsch, denn ub ewig ungedehlt kommt so wörtlich gar nicht vor. Es heißt dat ze bleven, ewig zusammende ungedehlt. Diese Verballhornung zum ub ewig ungedehlt ist erst eine Kreation des 19. Jahrhunderts. Der Appenrader Arzt August Wilhelm Neuber hat in seinem Lied von der Schlei das zum ersten Mal angewendet und das hat sich gewissermaßen da sehr eingängig unserem kollektiven Gedächtnis eingeprägt. Ja, das ist das, was man gemeinhin mit dem Riepener Privileg verbindet. Allerdings geht es um viel mehr in diesem Riepener Privileg. Da wird zunächst einmal die Wahrung des christlichen Glaubens vom gerade gewählten und hier ja in diesem Historiengemälde den Vertrag beschwörenden Christian versprochen. Nicht? Das war immer wichtig. Wenn man gewählt wird oder einen Thron besteigt, muss man erstmal den christlichen Glauben zu wahren versprechen. Dann geht es, das interessiert die Wähler besonders, das ist heute so, wenn man an die Urne geht, die Privilegien, die alten, sollen gewahrt bleiben. Nicht, man wählt doch niemand, wenn man auf seine Privilegien verzichten muss, das ist ganz klar. Also es soll eigentlich alles so positiv bleiben für die Königsmacher oder die Herzogsmacher, wie es gewesen ist. Dann wird vereinbart ein ständisches, dynastisch gebundenes Wahlrecht. Das heißt also, wenn dieser Christian stirbt, das wird ja irgendwann der Fall sein, wird sein Sohn nicht automatisch König, sondern die Stände sagen, also dynastisch gebunden, wir wählen einen aus deinem näheren familiären Umfeld, aber wir wählen ihn. Ein Wahlrecht. Dann Kriegführung nur mit ständischer Zustimmung. Dieser Christian hat ja kein Interesse an Schleswig-Holstein, weil es hier so schön ist, nicht? Sondern er verspricht sich sehr markante Interessenwahrungen davon, und zwar vor allen Dingen, dass er Soldaten kriegt für seine ständigen Auseinandersetzungen mit Schweden. Jetzt sagen die Schleswig-Holsteiner, nein, es gibt also Kriegführung nur mit unserer Zustimmung. Nur wenn wir ja sagen, dürfen wir es. Und zusätzlich Heerfolge allein innerhalb der Grenzen Schleswig-Holsteins. Also kein Angriffskrieg nach Schweden. Also sehr blöde Regelung für Christian letztlich. Dann noch schlimmer, der Mann ist ständig pleite. Hätte ja nicht eine Frau, die aufs Geld guckt, ja, würde das noch viel schlimmer aussehen. Und jetzt bedingen sich die Wähler aus, es gibt eine ständische Steuerbewilligung. Das heißt, es gibt neues Geld für diesen Landesherrn, nur wenn die Stände sagen, ja, wir machen damit in diesem Bereich. Und weitere Regelungen, gibt ein Indigenatsrecht, also die wichtigen Ämter im Land kriegen nur die Einheimischen, Fremde kriegen nichts, nicht? Es gibt jährliche Landtage, das wird in der damit zusammenhängenden Kieler tapferen Verbesserung vereinbart. Und Zollfreiheit für den Adel und Klerus bei Waren zum Eigenbedarf. Nicht?
Das sind wesentliche Bestimmungen des Riebner Privilegs und nur an nachgeordneter Position, an neunter, erscheint eben diese genannte Unteilbarkeitsregel, die uns so eingebrannt ist. Und wir sehen, letztlich geht es bei diesem ganzen Privileg und seinen vielen Inhalten um eine ständische Teilhabe an der Macht. Nicht? Sie sehen, es geht um Steuerbewilligung, es geht um Mitsprache in der Politik, es geht um Kriegführung und anderes mehr, um Wahl des Nachfolgers, um ständische Partizipation. Und das ist natürlich eine entscheidende Etappe auf dem Weg zum frühmodernen Staat, wenn man so will, zur Demokratie. Leute sollen mitbestimmen. Und das ist natürlich ein allgemeines Phänomen in Deutschland und Europa in dieser Zeit. Nicht? Wir haben das Bemühen um ständische Partizipation, zeitgleich etwa in Württemberg, wir haben es in Mecklenburg, in Pommern, überall versuchen die mächtigen Leute, das ist keine Basisdemokratie, die oberen 10.000 dürfen das nur machen, aber die versuchen eben mitzusprechen. Nicht? Und das ist eben ein ganz wichtiger Weg, der eben vor der Etappe des Absolutismus steht und der eben diesen Riepener Vertrag zu einem Allgemeinplatz macht in der Geschichte Deutschlands, aber auch, da muss man dazu sagen, in der Geschichte Europas, wenn wir an Schweden denken, wo es eine Wahlmonarchie gab und starke Stände und anderes mehr. Ja, wenn man von der Kompliziertheit Schleswig-Holstein spricht, dann kann man das am besten immer mit dieser Karte veranschaulichen. Sowas muss kompliziert sein, nicht? Da gibt es Gebiete, die unterstehen dem König von Dänemark in seiner Eigenschaft als Herzog von Schleswig und Holstein. Das ist hier grau. Ja. So. Dann gibt es Gebiete grün, die unterstehen seinem Vetter. Das ist der Herzog von Schleswig und Holstein auf Gottorf sitzend. Das sind hier diese grünen Gebiete. Dann gibt es noch Gebiete, die Verwandte hier haben, die Eutiner, die mit den Gottdorfern verwandt sind. Und es gibt gemeinschaftlich regierte Gebiete, diese gestriffelten Texte, Kartenbereiche hier. Das muss sehr kompliziert sein. Und diese Kompliziertheit ist dadurch entstanden, dass man sich an dieses Unteilbarkeitsgebot von 1460 nicht gehalten hat, sondern schon nach dem Tod Christians des Ersten teilte 1481 und dann wurde nochmals geteilt 1544, 1564 und nochmal 1581, sodass dieser Flickenteppich entstanden ist. Und der ist deswegen entstanden, weil bei solchen Teilungen nicht darauf geachtet wird, ob geschlossene Territorien entstehen, sondern dass jeder gleich viel Geld hat. Nicht? Das ist ja das Wichtige dabei. Nicht? Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Gemeinsam bleiben letztlich Gesetzgebung, Rechtsprechung, Heerwesen und die Steuern. Und wenn man sich fragt, warum eigentlich genau hier, das sind die Gebiete, in denen die Ritterschaft dominant ist, die ja tatsächlich 1460 für sich ausbedungen hat, ungeteilt zu bleiben, sodass man sagen kann, eigentlich bleibt Riepen erhalten, weil für die Menschen oder die Kräfte, diese Gruppen, für die das relevant war und galt, für die bleibt das weiterhin bestehen. Das sind die Gebiete, in denen die adeligen vier Klöster sind, Itzehoe, Preetz, Uetersen und Schleswig und die Gebiete, in denen die Ritterschaft dominant ist. Ja. Aus dieser Konstellation heraus ergab sich, man kann sagen, fast zwangsläufig eine Konfrontation zwischen Dänemark und Gottorf, Schleswig-Holstein, um die Frage, wer eigentlich hier tatsächlich das Sagen hat. Und wenn man genau nimmt, geht es da um ein allgemeineres Prinzip, das heißt nämlich dynastisches Familienerbrecht gegen ein Primogeniturrecht. Letztlich ist sowas entstanden dadurch, dass es eben ein Familienerbrecht gab und nicht nur einer erbt, nicht? Letztlich, wenn Sie hier mehrere Kinder haben, müssen Sie ja jedem auch einem Pflichtanteil zukommen lassen. Genauso kann man sich das hier vorstellen. Nicht? Erst ab einem gewissen Punkt, diese Feinheit lasse ich mal weg, als zu viel geteilt wurde, haben die Stände gesagt, jetzt Schluss und es gibt dann nur noch kleinere abgeteilte Herren, die dann nicht mehr als eigentliche Landesherren fungieren. Also, es setzt sich hier ein dynastisches Familienerbrecht durch, was zu solchen Teilungen führt. Und das wiederum, meine Damen und Herren, ist nicht nur prägend für diesen Bereich, sondern es ist prägend für die Geschichte der Territorien im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit insgesamt. Ja, wenn Sie nämlich gehen nach
Sachsen und Thüringen, nicht diese kleinteiligen Territorien, die eben durch dieses Prinzip entstanden sind. Oder wenn Sie schauen nach Bayern, wo es zeitweilig eben ein Bayern München nicht als Fußballverein, sondern eben als Territorium gegeben hat, neben Bayern Ingolstadt, Bayern Landshut. Oder Sie schauen nach Mecklenburg mit Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Stargard, Mecklenburg-Güstrow und weiter Pommern mit Pommern-Stettin, Pommern-Wolgast, Pommern-Stolp. Dann sehen Sie, das sind eben tatsächlich genauso die gleichen Situationen und ergibt eine Gemengelage in den deutschen Territorien, Sachsen, Bayern, Württemberg und so weiter, die eine schwere Voraussetzung für die Entstehung absoluter Monarchien in Deutschland bedeuten. Und da gehe ich gleich den nächsten Schritt weiter. Hier zeige ich Ihnen eben das Gottdorfer Schloss, damals noch eben hier als Festungsanlage deutlich zu erkennen. Die ist erst im 19. Jahrhundert beseitigt worden und hier dann mit dieser Verbindung der Weg zu diesen terrassenartig angelegten Prachtgärten. Ja. Dieses Gottdorf ist ein Klein- beziehungsweise seit 1721 ein Kleinstfürstentum. 1721 muss dieser Gottdorfer Herzog aus Gottdorf verschwinden, weil all seine Schleswiger Besitztümer an den dänischen König fallen und er nur noch in Holstein regiert. Seitdem gibt es tatsächlich nur noch den Herzog von Holstein-Gottdorf, der nicht mehr auf Gottdorf residieren kann, sondern im popeligen Kiel. Verzeihen Sie das, aber das ist damals natürlich im Vergleich zu Gottdorf eine sehr marginale Residenz. Und er hat auch nicht mehr die prächtige Grablege im Schleswiger Dom, sondern muss nach Bordesholm ziehen, um sich dort bestatten zu lassen. Ja. Also ein Kleinstfürstentum, das ab 1742 als Großfürstentum Kiel bezeichnet wird. Eher mit zwinkernden Augen Großfürsten deswegen, weil sich eben über die russische Verwandtschaft hier, die ja dann einen Kieler auf den russischen Zarenthron führen wird, mit Peter dem Dritten, eben hier auch man von Großfürsten dann eben sprechen kann. Durch diese dynastischen Bande, was hier gerade sich angedeutet hat, ist dieses Kleinstfürstentum aber letztlich europaweit verbandelt mit den anderen Fürstenhäusern. Von Russland habe ich gerade gesprochen. Ein Herzog hat eben die Zarentochter Peters des Großen geheiratet. Damit war man mit dem russischen Zarenhaus verwandt, genauso mit dem dänischen, das ist ja ohnehin klar, von dem man sich eigentlich abgespaltet hat. Mit dem schwedischen Königshaus war man verwandt und stellte auch den schwedischen König. Und das kann man auf die ganzen deutschen Fürstenhäuser ebenso herunterbrechen. Und letztlich handelt es sich dabei, wenn man es genau nimmt, um einen typisch deutschen Fürstenexport, der ja letztlich bis zum Ersten Weltkrieg galt. Denn wenn man genau schaut, haben 1914 nur verwandte Monarchen miteinander Krieg geführt, aber nicht nur verwandte, sondern letztlich waren es in den meisten Teilen tatsächlich auch Deutsche. Nicht der, wenn man so will, der russische Zar war ein Gottdorfer, der englische Zar war ein Sachsen-Coburger, der bulgarische König war genauso Sachsen-Coburg, der rumänische König ein Hohenzoller und. Nicht? Also da sehen Sie letztlich, dass dieser Fürstenexport nun nichts genuin Gottdorfers gewesen ist, sondern tatsächlich als, wenn man so will, typisch deutscher Fürstenexport bezeichnet werden kann. Und dieses Gottdorf war, wie in anderen Teilen Deutschlands auch, Teil einer kleinteilig, aber so unendlich reichhaltigen frühneuzeitlichen Hofkultur, wie man sie letztlich in kaum einer anderen Region Europas so dicht gesetzt findet, wie eben in Deutschland. Also man muss ja nicht unbedingt nach Dithmarschen fahren, um nach Schlössern zu suchen, da hat man nun gerade mal Pech. Aber selbst in Nordfriesland finden Sie ein schönes Schloss vor Husum. Und ja, man kann ja in alle Ecken Deutschlands fahren und findet tatsächlich irgendwo eine prachtvolle Residenz und ein Schloss. Und das meine ich damit, da sehen Sie, das ist eben Teil dieser sehr kleinteiligen, aber sehr reichhaltigen Hofkultur, die für weite Teile Deutschlands nach wie vor prägend ist und dem Tourismus natürlich auch viele Geldmittel hier zukommen lassen. Damit hing zusammen, dass dieses Herzogshaus, vielleicht in der Erkenntnis, man kann sich kein großes stehendes Heer leisten, hier bewusst auf Kulturpolitik setzte, Repräsentationsbedürfnisse in Kultur umsetzte, indem das Schloss zu einer prächtigen Residenz ausgebaut wurde und zu einem kulturellen Zentrum Europas im wahrsten Sinne des Wortes geworden ist, mit einer immensen Bibliothek, Kunst- und Wunderkammersammlungen und anderem mehr, mit Gelehrten wie Adam Olearius an diesem Hof.
mit dem berühmten Gottdorfer Globus natürlich, der Peter dem Großen so gefallen hat, dass er ihn gleich einpackte und mitgenommen hat. Und man darf das nicht vergessen, und das sagen wir natürlich gerne in Kiel, auch mit der Kieler Universität 1665 gegründet, als Teil dieser Gottdorfer Residenzkultur. Nicht? Das ist eben ganz deutlich. Ja, mein nächstes Bild zeigt Ihnen Johann Friedrich Struensee. Wir verlassen letztlich die Phase des versuchten oder halbwegs durchgesetzten Absolutismus und nähern uns dem Zeitalter der Aufklärung, in der dann ab 1773 ganz Schleswig-Holstein Teil des nun existierenden dänischen Gesamtstaats geworden ist. Letztlich ist das eine Phase eines 80-jährigen Friedens mit einer daraus folgenden sehr großen wirtschaftlichen Prosperität, einer gedeihlichen Entwicklung, was auch zu einem kulturellen Aufschwung führte und sicherlich miterklärt, warum im Gesamtstaat und nicht zuletzt in dessen Teil Schleswig-Holstein die Ideen der Aufklärung sehr stark wirkten und sich durchsetzten. Man braucht natürlich nicht nur an Zentren zu denken, in denen die Aufklärung besonders hier gepflegt wurde, wie seinerzeit in Eutin als einem vermeintlichen Weimar des Nordens oder in Emkendorf und anderen mehr, sondern tatsächlich auch an vielen anderen Orten. Und ein erster reformpolitischer Aufschwung oder Höhepunkt in Richtung Aufklärung erfolgte unter dem Leibarzt des geistesschwachen Christian des Siebten, Johann Friedrich Struensee, der in kürzester Zeit geheimer Kabinettsminister mit diktatorischer Vollmacht geworden ist und in dieser kurzen Zeitspanne also eine ganze Latte von Gesetzen und Erlassen eben hier erwirkt hat, sodass eben hier vieles sich verändern konnte. Unter anderem besonders bewegend 1770 Pressefreiheit mit eben der Möglichkeit, dass sich nun eine kritische Öffentlichkeit überhaupt erst einmal entwickeln kann. Dinge, die für uns natürlich heute selbstverständlich sind. Die merkantilistische Schutzpolitik wurde damals beseitigt. Allerdings, das sollte man beherzigen, man darf sich nie mit der Frau seines Chefs einlassen. Das hat er gemacht, das kam auch raus und das hat als Vorwand zumindest gedient, dass er eben gestürzt wurde und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und dann grausam hingerichtet worden ist, wie es sich fürs gepflegte 18. Jahrhundert gehört, wurde er gevierteilt, ja. Also grausamst hingerichtet. Allerdings können wir davon ausgehen, dass nun nicht diese Verfehlung der ausschlaggebende Punkt war, sondern dass eben Gesellschaftskreise, vor allen Dingen der Adel, die um ihre privilegierte Stellung fürchteten, natürlich hier noch einmal ein Rollback versuchten, was allerdings nicht gelang, denn in der nachfolgenden Ära Bernsdorf wurde die Reformpolitik fortgesetzt. Unter anderem als Ergebnis dann 1805 die Einführung der Bauernbefreiung, nicht die Aufhebung der Leibeigenschaft auf den Gutsdistrikten und eben die Einführung der Bauernbefreiung. Und wenn Sie einmal in sich gehen, dann wissen Sie bei Bauernbefreiung meistens nicht das Datum 1805, sondern 1807, weil wir alle in der Schule gelernt haben, die Preußen haben 1807 die Bauernbefreiung durchgeführt. Allerdings, das wissen wir auch, haben die das unter Zwang gemacht, weil sie einen Krieg gegen Napoleon verloren haben. Und in Schleswig-Holstein geht das vergleichsweise friedlich zu und ohne diesen Zwang von außen. Und ich will nun nicht beckmesserisch sein, aber was recht ist, es muss recht bleiben, 2 Jahre früher. Und das wird eigentlich letztlich in unserem borussozentrischen Geschichtsbild, das ja immer noch gerne vermittelt wird in diesen allgemeinen Geschichtsbüchern, teilweise oder ganz unterschlagen. Also ich früher in Baden-Württemberg habe das nicht gelernt. Und das ist nur ein Aspekt dieser Bereiche, sondern es gibt auch landwirtschaftliche Reformen, denen wir Kieler ja dankenswerterweise die Forstbaumschule verdanken, kein Biergarten ohne die Aufklärung gewissermaßen. Dann 1777 der Bau des Eiderkanals als seinerzeit größtes Bauprojekt, Bauvorhaben in Schleswig-Holstein und als Ergebnis mit Folgen für das 19. Jahrhundert eben auch der Umbau, die Ausgestaltung der Kieler Universität zu einem Hort des fortschrittlichen Aufgeklärtseins zu einer fortschrittlichen Universität, die dann natürlich auch aufgrund dessen eine Vorreiterfunktion in dem beginnenden Nationalitätenkonflikt führen wird. Denn Aufklärung und Patriotismus führen leicht zu Nationalismus, ist eben in der Geschichte zu erkennen. Ja. Was ich aber sagen will, ist noch einmal, dass eben hierzulande man eine Vorreiterfunktion im aufgeklärten Absolutismus einnimmt,
vor oder zumindest neben eben den sonst viel bekannteren Preußen und natürlich auch Österreich. Ja. Mein nächstes Bild zeigt Ihnen den Idstedt-Löwen, 1862 aufgestellt, der für den nächsten Punkt des Nationalitätenproblems gelten muss. Ich habe am Anfang gesagt, Deutsch ist ein bisschen anachronistisch. Hätten die Zeitgenossen jeweils meinen Vortrag mitgehört, hätten sie eigentlich nie verstanden, um was es mir geht, weil bisher Deutsch nie ein Thema war. Aber jetzt wird das ein Thema. Jetzt wird den Leuten bewusst, was Deutsch ist, vor allen Dingen in Abgrenzung für unseren Bereich zum Dänischen, natürlich über die Sprache vor allen Dingen. Und das ist damit zu erklären, dass eben, ich habe es gesagt, die Ideen der Aufklärung zusammen mit dem, zumindest in anderen Teilen Deutschlands, dann diesem aufkommenden Patriotismus im Zuge der napoleonischen Befreiungskriege, dann eben zu einem neuen deutschen Nationalbewusstsein führen. Ein Nationalbewusstsein, das sich vielleicht 1815 erstmals so richtig hierzulande bahnbricht, indem ein Kieler Professor, nämlich Friedrich Christoph Dahlmann, eine Waterloo-Rede hält, also quasi zur Siegesfeier der Kieler Universität, Sieg über Napoleon, und eben darin fordert, es müsse eine neue bürgerliche Verfassung geben für Schleswig und Holstein, gemeinsam, ja, gemeinsam für Schleswig und Holstein eine neue bürgerliche Verfassung. Und womit begründet er das? Er zieht diese alte Urkunde des Riebner Privilegs aus der Privilegienlade der Ritterschaft und sagt, das ist das historische Argument, sie sollen auf ewig zusammenbleiben. Erst jetzt wird das letztlich zu einem politischen Argument, diese Historie des Riebner Vertrages. Und das ist natürlich eine Position, die den Dänen nicht so gefällt, nicht? Die wollen ja letztlich eher die Schaffung eines Nationalstaates bis zur Eider, womöglich sogar unter Abtretung Holsteins und Lauenburgs an den nun kreierten Deutschen Bund. Holstein gehört zum Deutschen Bund, Schleswig ist außerhalb des Deutschen Bundes. Und das ist eben der Beginn dieses zunächst um politische Fragen, Liberalismus, liberale Verfassung gehenden Diskussion, die immer mehr zu einer nationalen Debatte wird, in der die Sprachenfrage eine wichtige Rolle spielt, in der dann die Nachfolgefrage eine richtige Rolle spielt. In Holstein darf kein Vertreter einer weiblichen Linie Landesherr werden, in Dänemark schon. Eine Streitfrage, die dann sich 1848 zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Rahmen der schleswig-holsteinischen Erhebung hier entlädt, in der es einerseits um die Forderung der Schleswig-Holsteiner geht, sie wollen vereint zum Deutschen Bund gelangen, während eben tatsächlich die Dänen ein Dänemark bis zur Eider fordern. Mit vielen interessanten Aspekten, die ich hier gar nicht beleuchten kann, unter anderem der fortschrittlichsten Verfassung, die entworfen wird für den ganzen deutschen Bereich, der ja damals, wie ganz Europa kann man sagen, 1848 revolutionär erfasst ist, also mit der fortschrittlichsten Verfassung, die allerdings nicht in Kraft treten wird, und eben in Auseinandersetzung mit Dänemark, unterstützt vom Deutschen Bund, von der Frankfurter Paulskirche, also der Deutsche Bund unterstützt die Anliegen der schleswig-holsteinischen Erhebung, wobei die zu Hilfe geeilten Preußen dann tatsächlich unter dem Druck der europäischen Großmächte sich aus den Kämpfen wieder zurückziehen und die Schleswig-Holsteiner auf sich allein gestellt eben diese schleswig-holsteinische Erhebung, die in Dänemark nach wie vor nicht Erhebung heißt, sondern Aufruhr, da sehen Sie auch letztlich die verschiedenen Wertungen dieser Situation, dann verlieren gegen die Dänen. Und eine vernichtende Niederlage erleiden die Schleswig-Holsteiner bei Idstedt am 24. und 25. Juli 1850. Und an diese Niederlage soll, das kann man ja der Blickrichtung, so dieses etwas Hochnäsige des Löwen, doch sehr gut entnehmen, der 1862 aufgestellte Idstedt-Löwe als Symbol des Sieges in Flensburg hier erinnern. Nicht? Eigene Geschichte des Löwes, der wurde, als die Preußen kamen, von den Preußen 1864 nach Potsdam mitgenommen. Der japanische Militärattaché beobachtete das und sagte, die Europäer klauen immer Löwen, wenn sie also hier Kriege gewinnen. Aber sie hatten eigentlich recht, als die Engländer in Potsdam waren, haben sie den Löwen wieder mitgenommen nach Kopenhagen. Und vor einigen Jahren, das haben sie mitbekommen, ist er nun in Flensburg wieder aufgestellt worden. Ja. Es wurde ein Londoner Vertrag geschlossen, 1852, der eigentlich alles beim Alten lassen sollte. Aber daran hält sich die dänische Regierung nicht, sondern sie sondert
letztlich doch Schleswig immer mehr von Stein ab. Und zusammen mit einem strittigen Thronwechsel 1863 kommt es eben dann 1864 zum Deutsch-Dänischen Krieg, der, Sie kennen die Ereignisse, zu der Schlacht bei den Düppeler Schanzen führt und dazu führt, dass im Frieden von Wien am 30. Oktober 1864 Dänemark ganz Schleswig und ganz Holstein, inklusive des von mir hier sträflich vernachlässigten Herzogtums Lauensburgs, dann eben an Preußen und Österreich abgetreten werden. Die weitere Geschichte sieht aus, dass Preußen und Österreich uneins sind und sich 1866 bekriegen, sodass, als das siegreiche Preußen aus diesem Krieg hervorgeht, ganz Schleswig-Holstein eine Provinz Preußens wird, die dann eben, als 1871 das Reich gegründet wird, eben Teil Deutschlands ist. Jetzt kann man sagen, ist Schleswig-Holstein nun wirklich komplett Teil der deutschen Geschichte? Vorher war Schleswig zumindest nie, zumindest offiziell, da es nicht zu Deutschland gehörte, während Holstein eben ja vom Mittelalter an Teil Deutschlands gewesen war. Ja, und hier zeige ich Ihnen nun die Tourismusattraktion Kiels vor 1914, das ist die kaiserliche Flotte. Tourismusattraktion, weil eben von weiter die Leute kamen und dann um diese Boote rumfuhren oder sie Schiffe rumfuhren, die auf Rede lagen in der Kieler Förde oder eben von Land aus sie beobachteten, genauso die Manöver beobachteten, die Torpedomanöver. Kiel ist seit 1871 Reichskriegshafen und unter Kaiser Wilhelm II. Setzt bekanntlich eine große Flottenbegeisterung, Flottenrüstung ein, die dazu führt, dass aus diesem kleinen, beschaulichen Kiel 20.000, 25.000 Einwohner in den 1860er Jahren innerhalb von 50 Jahren eine Metropole mit 250.000 Einwohner wird. Nicht? Eine Überverzehnfachung der Einwohnerzahl in 50 Jahren. Also diese Stadt wächst und wächst und wächst und letztlich ist das ein völlig unbegrenztes und ungebremstes Wachstum. Auf der Ostseite, hier also wo wir gerade uns befinden, als maritime Waffenschmiede, drei große Werftanlagen, ein immenser städtebaulicher Boom, der dann auch noch begleitet ist von der Anlage des Kaiser-Wilhelms-Kanals 1895. Und das Schöne ist, nicht, das ist letztlich die Lieblingsstadt Kaiser Wilhelms II. Gewesen, wegen seiner Schiffe. Und er hält sich natürlich hier besonders oft im Kieler Schloss bei seinem Bruder Prinz Heinrich auf. Und nicht das Schöne, aber letztlich das Aberwitzige ist, dass von diesem Flottenstützpunkt aus oder von seiner Lieblingsstadt Kiel aus dann das Ende des Kaiserreichs einsetzt, als eben diese Flotte, die in den Kriegsjahren 1914 bis 18 untätig verrottete und vor Anker liegen musste, weil man sie nicht sich traute einzusetzen im Krieg, außer einmal bei einer Seeschlacht, dass eben hier, nicht hier zunächst, sondern in Wilhelmshaven, eine Revolte beginnt und als dann die Schiffe mit den revoltierenden Matrosen nach Kiel in ihren Heimathafen zurückbeordert werden, bricht er dann hier los, der bekannte und ja im letzten Jahr häufig erwähnte und gefeierte Kieler Matrosenaufstand, in dem die Matrosen zunächst Frieden, Brot, Freilassung gefangener Kameraden fordern, aber dann auch weitergehende Forderungen nach politischer Gleichberechtigung stellen und letztlich, wenn sie Frieden fordern, ist damit auch gesagt, dass der Kaiser gehen muss, denn die Alliierten hatten klargemacht, spätestens seit dem 14-Punkte-Programm des amerikanischen Präsidenten Wilson, einen Frieden wird es nur geben ohne eben einen deutschen Kaiser. Und das ist dann hier eben die Situation, auf der dann von Kiel ausgehend die Ereignisse aufruhen, die dann in diesem Revolutionsgeschehen im November 1918 die deutschen Throne wegstoßen werden und dazu führen, dass Deutschland eine Demokratie wird. Nicht? Von Kiel ausgehend der Lieblingsstadt des Kaisers. Und ja, hier zeige ich Ihnen dann mein nächstes Bild. Das zeigt die Gefangennahme Karl Dönitz am 23. Mai 1945 in Flensburg. Wir haben die Weimarer Zeit und die ist für Schleswig-Holstein wie für weite Teile Deutschlands eben eine schillernde Zeit, insofern als wir viele Probleme haben, aber auch teilweise Ansätze der Prosperität. Probleme für Schleswig-Holstein sind die neue Grenzziehung, derer wir nächstes Jahr gedenken werden, 100 Jahre neue Grenze zu Dänemark 1920, die
den Dänen zu wenig und den Deutschen zu viel verändert und dadurch für Grenzrevanchismus sorgt, der eben auch natürlich die Völkerverständigung in diesem Bereich sehr stark belastet. Es gibt infrastrukturelle Probleme in Industrie und Landwirtschaft. Industrie ist klar, es können keine Rüstungsprojekte, keine großen Schiffe mehr gebaut werden. Riesiges Problem für Kiel, aber auch die Landwirtschaft hat große Probleme durch Preisverfall, durch Landflucht, anderes mehr, was unter anderem dazu führt, dass auf dem Land sich ein großer tiefer Antisemitismus breit macht und, um das stark abzukürzen, in Schleswig-Holstein zu einem starken Zustrom zur NSDAP in den End-20ern, beginnenden 30er Jahren führen wird, sodass der GAU Nordmark, wie es in diesem Parteijargon heißt, eben ein Muster-GAU wird, dadurch, dass er eben enorm hohen Wahlzuspruch erhält. Bei den Reichstagswahlen 1932 wählen hierzulande 51% die NSDAP, das ist ein reichsweiter Spitzenwert, kann man sagen. Nicht? Ein Muster-GAU, der dann durch die Raumpolitik der Nationalsozialisten verändert wird, durch das Groß-Hamburg-Gesetz 1937, in dem das Hamburger Umland, das bisher Schleswig-Holstein zugehörig war, Hamburg zugeschanzt wird. Und dadurch gibt es Kompensationen, unter anderem das alte, ehrwürdige, reichsfreie Lübeck seit 1226, wie ich gesagt habe, reichsfrei, wird eben hier Schleswig-Holstein eingegliedert. Eine Zeit, die bekanntlich auch von Wiederaufrüstung geprägt ist und die Kiel wieder zu einer maritimen Waffenschmiede macht, was letztlich dazu führt, dass natürlich die Engländer im Zweiten Weltkrieg Kiel auch als bevorzugtes Bombenabwurfgebiet sehen, um eben dieses Marineareal hier zu zerstören. Kiel zählte am Ende des Zweiten Weltkriegs zu den am stärksten zerstörten Städten des Reiches. Es war übrigens tatsächlich nur den akribischen Vorbereitungen hierzulande oder in dieser Stadt zu verdanken, dass vergleichsweise wenige Bombenopfer zu verzeichnen waren, weil es tatsächlich eine sehr, sehr starke Bunkerstruktur gegeben hat. Das war nicht in allen Städten so. Ja, worauf ich aber hinaus will bei diesem Foto ist, dass die NS-Geschichte tatsächlich nicht in Berlin endet, wie wir seit spätestens dem Film Der Untergang zu wissen glauben, sondern in Schleswig-Holstein, in dem nach dem Selbstmord Adolf Hitlers, nicht die ganzen Schergen hatten sich Hoffnung gemacht, ihm nachfolgen zu können, tatsächlich Hitler eben Karl Dönitz zu seinem Nachfolger hier ernennt und der schafft eben in den im Norden noch nicht von den Alliierten besetzten Gebieten eine neue Reichsregierung, die dann eben noch weit nach dem eigentlichen Kapitulationstermin im Amt bleibt, bewusst von den Engländern im Amt belassen wird, in einer Exklave, die um die Flensburger Förde herumgeht bis nach Glücksburg, weil die Engländer sich eben von dieser alten Reichsregierung eine weiterhin nahezu reibungslose Organisation der Rückführung der Flüchtlinge, der Soldaten aus Skandinavien und anderem mehr hier eben versprechen. Erst am 23. Mai ließ man die Reichsregierung Dönitz, die geschäftsführend im Amt geblieben war, verhaften. Wobei, das ist interessant, das ist hier ein gestelltes Pressefoto. Die waren vorher schon verhaftet, aber man hat für die Presse nochmal die Verhaftung inszeniert. Nicht schon damals gab es also Fake-Bilder, wie wir sie heute ja allenthalben gewohnt sind. Und damit kann man sagen, haben wir hier erst ein offizielles Ende des Dritten Reiches in Schleswig-Holstein. Ich glaube, mehr kann man Bezüge zwischen schleswig-holsteinischer und deutscher Geschichte gar nicht auftun. Ich möchte dann noch eingehen auf die Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir an der deutsch-dänischen Grenze wieder große Probleme. Vor allen Dingen die Flüchtlingsproblematik ist hier ein großes Problem. Gleichzeitig belastete das beiderseitige Verhältnis das sogenannte Neudänentum, in dem also der Südschleswigsche Verein als Vertreter der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein einen massenhaften Zustrom erlebt von 2500 Mitgliedern innerhalb von 2 Jahren auf 70.000 Mitglieder wächst dieser Verein an und aus diesem Verein heraus gibt es in der Tat eine Art Irredenta, die darauf zielt, nun wirklich ganz Schleswig bis zur Eider Dänemark zuzuführen.
Die dänische Regierung ist vergleichsweise zurückhaltend oder laviert ein wenig. Der dänische König hätte gern, wenn er dürfte. Aber letztlich sind die britischen Alliierten dagegen, weil sie das neu kreierte Bundesland Schleswig-Holstein nicht noch stärker verkleinern wollen. Schließlich drohte damals schon langsam der Kalte Krieg wieder. Und da wollte man also hier nicht weitere Unruhe und Ressourcenverschiebung und anderes mehr schaffen. Ja. Diese Neudänentum hat man vorgeworfen, und das spielte sicherlich eine Rolle, es wolle sich des Flüchtlingsproblems entledigen. Nicht die Dänen hofften, dass sie eben, und hatten ja auch dann letztlich die Flüchtlinge abgeschoben. Und andererseits hoffte man auf eine gute Versorgung, einerseits was Schulen, Krankenpflege und so weiter und auch Essen, Nahrung anbelangt. Und deswegen waren diese Neudänen auch als Speckdänen verrufen. Das wird ihnen sicherlich geläufig sein. Und um dieses Problem zu lösen, und um also einen Minderheitenfrieden zu schaffen, denn es gab ja auch und gibt nach wie vor eine deutsche Minderheit nördlich der deutsch-dänischen Grenze, wurde zuerst im September 1949 eine Kieler Erklärung erlassen oder verfasst und dann im März 1955 in Bonn die Bonn-Kopenhagen-Erklärung, die für beide nationale Minderheiten galt, mit dem Grundprinzip, unumstößlichen Prinzip, nationale Gesinnung darf weder politisch in Frage gestellt noch behördlich überprüft werden. Und diese Regelung, meine Damen und Herren, ist bis zum heutigen Tag ja ein viel beschworenes Grundbauelement für nationalen Ausgleich und für den vielfach als vorbildlich angesehenen Grenzfrieden geworden. Und tatsächlich wird immer wieder auf den Referenzcharakter in ähnlichen Situationen, etwa in Europa, verwiesen als Modellcharakter dieser Lösung, was die Minderheitenfrage anbelangt, in die dann in die neue Landesverfassung von 1990 auch die nordfriesische Volksgruppe als Minderheit eingebunden worden ist. Ja, und meine vorletzte Folie zeigt Ihnen hier den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein zwischen 1982 und 1987, Uwe Barschel. Die Situation sieht wie folgt aus. Wir haben eine CDU-Vorherrschaft in Schleswig-Holstein von 1950 bis 87 und eine Alleinherrschaft von 71 bis 87. Ja, und am Ende dieser langen CDU-Herrschaftsperiode steht eben die bekannte Barschel-Pfeiffer-Affäre oder Waterkant-Affäre, nicht als diese ja bekannt geworden ist, im Herbst 1987, die über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen sorgt und der größte Polizskandal in der damals noch alten Bundesrepublik werden soll. Also noch längst vor dem Spiegelskandal und anderes mehr, also in einer deutschen Bundesrepublik, die noch von Bonn aus regiert worden ist. Ja, wenige Tage vor der Landtagswahl am 13.09.1987 wurde publik, dass gegen den damaligen SPD-Kandidaten Björn Engholm im engsten Umfeld des Ministerpräsidenten, der offenbar um seine Wiederwahl bangte, eine vielseitige Verleumdungskampagne inszeniert wurde. Es ging um eine anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung, um eine Detektivüberwachung. Es wurde der Verdacht auf eine AIDS-Infektion gestreut. Es wurde eine Pressemitteilung der Grünen gefälscht. Also alles wie aus dem Krimi letztlich. Und der dafür verantwortliche Journalist Rainer Pfeiffer, also man sollte Journalisten eigentlich nicht mit solchen Sachen betrauen, der offenbarte sich dem Spiegel, sodass alles natürlich gut platziert vor der Wahl herauskam und dafür sorgte, dass es tatsächlich zu einem Patt kam zwischen CDU, FDP und SPD, SSW auf der anderen Seite. Es folgte die bekannte Ehrenwort-Pressekonferenz Uwe Barschels am 18.09.1987, in dem er jegliche Mitwisserschaft und Anteilnahme zurückwies. Aber es kam doch anders raus, was zu seinem Rücktritt führte am 2. Oktober 1987, als weitere belastende Beweise an den Tag gelangten. Und im Mitte Oktober fand man dann Barschel tot in einem Hotel, in einem Genfer Hotel in der Badewanne. Nicht dieses unsägliche Foto aus dem Stern ist, glaube ich, uns allen als ein Tiefpunkt der Pressegeschichte des 20. Jahrhunderts noch in Erinnerung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, es handelte sich um
Selbstmord offenbar als wahrscheinliche Ursache, aber wir alle wissen, bis heute gibt ja dieser Todesfall und diese ganze Aktion den krudesten Verschwörungstheorien bis hin zum Mossad breitesten Raum. Ich meine, dazu geben auch die ganzen Befunde, die noch weiterhin fraglich sind, etwas auch Anlass, nicht? Beweismittel sind verschwunden, die damals sichergestellt wurden, und der mit der Untersuchung beauftragte Jurist nahm tatsächlich auch Beweismittel mit nach Hause, was man sonst eigentlich nicht so tut. Also alles ein bisschen komisch, nicht? Und die ganze Sache hatte aber noch ein nettes Nachspiel, wie wir ja alle wissen, in dem 1993 bekannt wurde, dass der seinerzeitige SPD-Landesvorsitzende Günther Jansen und der auch seinerzeitige Pressesprecher Klaus Nilius dann 1988 und 1989 Pfeiffer insgesamt 50.000 D-Mark gezahlt hatten. Und da Herr Pfeiffer das aus seiner Küchenschublade genommen haben will, wo man eben so 50.000 D-Mark mal schnell hat, wurde das die Schubladenaffäre. Sie erinnern sich sicherlich da auch noch dran. Und diese ganze Affäre sorgte natürlich auch noch dafür, dass herauskam, Björn Engholm wusste viel früher, als er zugegeben hatte, dass das Ganze gegen ihn ablief, das zu seinem Rücktritt führte als Ministerpräsident, SPD-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat. Nicht? Dass eben dieses große Affärenkonglomerat, das also bis heute Schleswig-Holstein in Deutschland, ich hoffe nicht darüber hinaus, den zweifelhaften Ruf eines Skandallandes mit eingebracht hat. Und immer wenn in Schleswig-Holstein natürlich irgendwas komisch läuft, sagt man, das ist ja wie bei Barschel. Nicht? Das ist Ihnen sicherlich aus der aktuellen Presse noch sehr gut geläufig. Ja, das ist nun meine letzte Folie. Ich hoffe, meine Damen und Herren, es ist Ihnen in diesen 60 gerafften Minuten vom Mittelalter bis heute gelungen, oder Sie konnten nachvollziehen, dass vielseitige Beziehungen und Verbindungen, Berührungspunkte zwischen der schleswig-holsteinischen und der allgemeinen deutschen Geschichte bestanden, die dazu führten, dass Schleswig-Holstein mehr und mehr ein fester Bestandteil Deutschlands geworden ist. Und gerade die letzten Folien sollten das ja zeigen, nicht, wenn Sie an die Novemberrevolution denken, an die Verhaftung von Dönitz, auch an die Barschel-Affäre, die letztlich auch diese Ereignisse in Schleswig-Holstein die deutsche Geschichte wesentlich eben mitbestimmt haben. Dieser Weg, meine Damen und Herren, war aber nicht vorbestimmt, er war nicht geradlinig, es gab Brüche in dieser Entwicklung, und letztlich ist das alles, also diese Verbindung Deutschland und Schleswig-Holstein, damit auch nicht vorbestimmt, sondern auch das Ergebnis von vielen Zufälligkeiten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bitte. Sie haben Herrn Dahlmann erwähnt, der an der Verfassung mitgearbeitet hat. Ja. Wer war das noch auf Schleswig-Holstein? Das waren doch noch mehrere. Also Dahlmann habe ich erwähnt in dem Zusammenhang, dass er 1815 als Geschichtsprofessor, außerordentlicher Geschichtsprofessor und auch noch als Sekretär der schleswig-holsteinischen Ritterschaft eben als Sprachrohr der Ritterschaft fungierte und dann eben eine Verfassung, eine für Schleswig und Holstein gemeinsame Verfassung gefordert hat. Hintergrund dessen war, dass für die Staaten des Deutschen Bundes, der 1815 kreiert worden ist, zugesichert war, dass sie eine Verfassung bekommen. Das galt für alle Mitglieder. Holstein war Mitglied des Deutschen Bundes und hatte als Landesherrn den dänischen König, aber Schleswig eben nicht. Und das war die Streitfrage, weil der dänische König hochreaktionär gewesen ist. Der war nicht absolut, der war reaktionär und der auf keinen Fall eine Verfassung wollte, weil Verfassung für ihn als verfassungsgemäß absolut regierenden Herrscher natürlich bedeutete, er würde in seiner Absolutheit eingeschränkt. Und deswegen hat er eine Verfassung vermieden wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser und konnte ja sich erst in den 1830er Jahren zu einer Ständeversammlung dann getrennt für Schleswig und Holstein durchsetzen. Und das, was Sie meinen, diese fortschrittliche Verfassung, das ist dann ein Ergebnis der 1848er Jahre. Nicht? Und da waren dann Theodor Olshausen beteiligt und ein Reventlow und andere mehr. Also da gab es dann so eine provisorische Regierung
die dann das mitkreiert haben, diesen Entwurf. Aber tatsächlich von einer verfassungsgebenden Versammlung, die nach einem dem fortschrittlichsten Wahlrecht in Deutschland gewählt worden ist. Also da ging sozusagen Schleswig-Holstein demokratische Wege, die es viel mehr erlauben, Kiel oder Schleswig-Holstein als einen Geburtsort der Demokratie zu bezeichnen, als jetzt die Novemberereignisse des letzten Jahres oder von 1918. Ja. Danke. Ja, bitte. Sie sprachen vom Deutsch-Dänischen Krieg 1866. Ist die Bezeichnung eigentlich richtig? Eigentlich ist es doch der Krieg von Preußen und Österreich gegen Dänemark gewesen. Ja, letztlich ist es ein Krieg des Deutschen Bundes gegen Dänemark gewesen. Es sind an diesem Krieg auch Truppen aus Hannover und Sachsen beteiligt. Aber diese deutschen Mittelmächte marschierten letztlich nur mit, um nun nicht die Preußen und Österreicher das allein machen zu lassen. Nicht? Aber den Hauptanteil an diesen militärischen Operationen hatten tatsächlich österreichische und preußische Truppen, die aber als, ja, sozusagen aus, also zumindest offiziell als Ausführende des Deutschen Bundes fungierten. Aber der Deutsche Bund war damals auch schon sehr japsend und altersschwach. Und ja, letztlich ist die Frage, wer ist das Vehikel von wem? Denn letztlich betrieb hier Bismarck eine sehr, sehr forsche Politik. Aber was man sagen muss, äußerst interessant, weil es wird ja immer bestritten, dass Bismarck so weise und vorausschauend gewesen ist. Aber Bismarck hat den Weg bis zumindest 1866 sehr genau vorausgesehen und wusste, dass er Österreich als ja die formelle Führungsmacht des Deutschen Bundes desavouieren wird, wenn er mit Österreich zusammen Schleswig-Holstein erobert, weil ja die ganzen Mittelmächte in Deutschland, also ich sag mal das Königreich Hannover, Königreich Sachsen, Königreich Bayern oder Württemberg, hofften, es wird ein neuer Mittelstaat geschaffen mit Schleswig-Holstein, was ja auch die Schleswig-Holsteiner eigentlich wollten. Und Preußen war klar, es wird keinen neuen Mittelstaat geben, das wollen sie auf keinen Fall zulassen. Und letztlich hat damit durch dieses Bündnis Österreich-Preußen gegen Dänemark ja dieses Mitteldeutschland, also diese kleineren mitteldeutschen Staaten, haben ihren Schutzherren, ihre Schutzmacht Österreich verloren. Nicht? Und das war ein tiefer Spalt im Deutschen Bund, sodass dann 1866 das nur noch so ein Todesstoß gewesen ist. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, den Hauptteil trugen Österreicher und Preußen, nicht mit der netten Geschichte, dass die Insel Föhr von österreichischen Truppen erobert wird. Also da hätte man ja die Österreicher vermutet. Aber nicht, das sind eben so nette Marginalien der schleswig-holsteinischen Geschichte. Ja. Das war wieder ein sehr schöner Abend und es ist auch, das muss ich leider auch sagen, unser vierter und damit letzter Vortrag für dieses Jahr hier in dieser Reihe. Das heißt, ich darf auch Ihnen allen danken für Ihr Interesse, dass Sie hier immer sich am Mittwochabend, selbst bei bestem Wetter, sich eingefunden haben zu unseren Vorträgen. Vielen Dank also dafür. Natürlich auch ganz herzlichen Dank an Herrn Gosch und an Herrn Mühltaler hier vom ABO Service House Buxberg, die uns hier so einen wunderbaren Begegnungsort zur Verfügung stellen und ja, uns dann überhaupt die Bühne auch bieten für die schönen Vorträge hier. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, es ist der letzte Vortrag für dieses Jahr. Wir werden, so wurde es jetzt schon signalisiert, auch schauen, dass wir diese Vortragsreihe auch im nächsten Jahr wieder fortsetzen. Bis dahin müssten Sie sich also etwas gedulden. Wenn Sie nicht ganz so lange warten möchten, dann habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Denn dass wir hier mittwochs schöne Abende bei interessanten Vorträgen miteinander zubringen, hat sich inzwischen schon rumgesprochen. Und wir werden diese Vortragsreihe im Herbst, also ab September, auch im ABO-Servicehaus in Hasseldiekstamm am Wohlt, im ABO-Servicehaus am Wohlt veranstalten. Und zwar wird dort der erste Vortrag, ich sage es Ihnen schon mal gleich, falls Sie sich schon merken möchten, der erste Vortrag am 25. September stattfinden, also dann wieder im Herbst, denn im Sommer haben Sie vielleicht dann tatsächlich auch anderes zu tun, am 25. September. Und zwar wird dort
Stefan Magnussen dann zu Gast sein, der sprechen wird über Schleswig-Holstein und seine Burgen. Gab es sie und wenn ja, wo sind sie geblieben? Falls Sie ein Teilnehmer hier der ersten Stunde sind, dann kennen Sie diesen Vortrag vielleicht bereits, weil es der allererste Vortrag unserer Vortragsreihe hier war. Dann denken Sie sich vielleicht, ach, das war so schön, das will ich nochmal hören. Und wenn Sie den noch gar nie gehört haben, dann ist das Ihre Chance, im September zum Servicehaus am Wohlt zu kommen. Jetzt muss ich mal schon, da ist Herr Gosch. Herr Gosch, bevor ich jetzt alle verabschiede, möchten Sie vielleicht auch noch was sagen? Ja, gerne. Ich möchte es nicht versäumen, mich auch nochmal bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken. Insbesondere natürlich jetzt auch nochmal zu halten, Herr Professor. Oh, Auge. Ja. Das ist ja nett, ja. Vielen Dank. Ja. So viele ja. Hunderte von Jahren Geschichte in so kompakter Form, das war wirklich fantastisch. Ja, genau, ja, richtig. Ja, das ist mir schmeckt. Ja. Vielen Dank. Besonders bedanken. Sie haben die ganzen vier Folgen und im letzten Jahr ja auch schon vier Folgen die ganze Zeit mit begleitet und dafür gesorgt, dass das hier so wunderbar funktioniert hat. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das im nächsten Jahr wieder klappt mit vier weiteren Folgen. Ja? Vielen Dank.